Ja, jetzt kann ich es mir ja doch nicht verkneifen, eben ganz zwei Anmerkungen zu machen zu meinem Vorredner bzw. Vorrednerin. Pflege ist sehr viel mehr als Altenpflege. Dieses Verständnis ist dringendst notwendig, damit wir tatsächlich ein professionelles Pflegeverständnis und auch eine professionelle Pflegebildung umsetzen und durchsetzen. Altenpflege alleine ist ein Sektor, garantiert aber nicht die Lebensqualität von uns, wir sind ja durchschnittlich auch schon ein bisschen älter, also hier in der Pflege. Auch ich kenne die Untersuchung des ZQPs. Ja, und es ist richtig. Es ist tatsächlich gesagt worden, und das finde ich gut, dass es gesagt worden ist. Pflegepolitik gehört nicht nur in die Mitte der Gesellschaft. Pflegepolitik ist ein Bestandteil eines großen politischen Entscheidungsnetzwerkes. Denn Pflege hat nicht nur gesundheitspolitische Elemente, hat bildungspolitische Elemente, hat mietwohltechnische Auswirkungen, hat sozialpolitische Auswirkungen und, und. Und darauf weist dieser Bericht zu Recht hin. Aber die SPD muss sich da gar nicht verstecken. Wir haben längst angekündigt, Martin Schulz hat längst angekündigt, dass Pflege zu dem Kernthema dieses Wahlkampfes werden wird. Und ich sage Ihnen, wir gehen gut gerüstet in die Auseinandersetzung. So, Grundlage dieser Debatte sind zwei Anträge. Der eine, der Linke, stammt ja schon also von Juli, also 2016, ist also alt. Der Grünen ist umso frischer, der stammt nämlich erst von gestern. Beide Anträge beschreiben einerseits reale Herausforderungen, vor denen die Pflege noch steht. Andererseits tun sie aber so, als gäbe es die Pflegestärkungsgesetze gar nicht. Als gäbe es das, was wir hier in der Großen Koalition eine große Pflegereform nennen, nicht. Da kann ich doch nur sagen, dieses Vergessen ist schade. Denn wir haben viel erreicht. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, das neue Begutachtungsassessment sind angekommen und werden von denen, die es betrifft, auch sehr belobt. Es ist so, dass wir nämlich wollen, die Pflegegrade sind die Grundlage und entsprechend, das ist auch richtig ausgeführt worden, wollen wir die jeweilige personellen Zumessung. Das passiert auch. Und die Einrichtungen in der stationären Langzeitpflege als auch in den ambulanten Diensten sind darüber genauso hoch erfreut wie letztendlich die pflegeempfangenden Menschen selbst. Denn es funktioniert, das sagen mir alle Gespräche und bei den Besuchen. Und vor allen Dingen das Thema Personalbemessung, wer uns vorwirft, wir täten nichts, hat ja noch nicht mal diese Woche die Zeitung gelesen. Denn es ist ja so, dass diese Expertinnenkommission Pflegepersonal im Krankenhaus hat doch genau definiert Personaluntergrenzen, die in bestimmten Bereichen nicht unterschritten werden dürfen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Und auch Pflege, auch im Krankenhaus, gehört mit zur Pflege. Also meine Bitte, lesen Sie es nach, denn dort können Sie auch Wesentliches über die entsprechenden Indikatoren lesen. So. Weiterhin geht es mir um Folgendes. Sie haben zu Recht gesagt, Pflegeberufe müssen aufgewertet werden, wir brauchen eine bessere Bezahlung. Und ja, es stimmt, Pflegequalität beginnt mit einer besseren Ausbildung. Dazu im Antrag der Linken kein Wort. Im Antrag der Grünen das falsche Rezept und bei unserem Koalitionspartner totale Uneinigkeit. Denn diese stellen sich ja sogar gegen ihren eigenen Gesundheitsminister Gröhe. Faktum ist doch, wir brauchen eine zukunftsfähige, wir brauchen eine Ausbildung in der Pflege. Wir brauchen die Generalistik, wir brauchen das Pflegeberufe-Reformgesetz. Und wir brauchen diese Qualifizierung für alle Bereiche der Pflege. Nicht mehr nur noch segmentiert nach Alter. Nicht mehr nur noch segmentiert nach Pflegeorten. Nein, was macht denn der jüngere oder der ältere Mensch?
wenn er als pflegebedürftiger Mensch eine Häuslichkeit verlässt, ins Krankenhaus muss, gegebenenfalls aber auch noch in die Rehabilitation, möglicherweise sogar in eine stationäre. Er ist immer gleich alt, er braucht aber auch die gleiche hochqualifizierte Pflege, und das schaffen wir mit dem Pflegeberufereformgesetz. So. Wir brauchen also eine Ausbildung für das gesamte Berufsfeld der Pflege, und wir brauchen darauf ausgerichtete Fort- und Weiterbildungsangebote. Wir haben auch viele Verbesserungen für das Personal erreicht, bessere Personalschlüssel, bessere Anerkennung also von Tarifen. Aber als Gewerkschafterin sage ich selbstverständlich, es ist auch noch viel zu tun. Ich fordere uns alle, auch die in der Pflege und in den Gesundheitsberufen Tätigen, auf, sich hier auch verstärkt noch zu organisieren. Wir stehen ja auch also für die Pflegekammern, auch übrigens ein gutes Mitspracherecht zum Thema Qualität also in der Pflege. Das betrifft ja nicht nur die Gewerkschaften und also die Unternehmen. Wie gesagt, wir haben viel erreicht, vieles bleibt also zu tun. Und eines seien Sie gewiss, wir Sozialdemokratinnen wollen Qualität der Pflege, und wir wollen nämlich den Schutz der pflegebedürftigen Menschen gewährleisten. Seien Sie kooperativ. Ich bitte um das Pflegeberufereformgesetz. Dankeschön. Vielen Dank, Mechthild Rabert. Nächste Rednerin, Elisabeth Scharfenberg für Bündnis 90 Die Grünen. Brauchen Sie einen Stuhl? Geht das? Gut.